Zeiterfassung und Nachweisführung muss nicht kompliziert sein. Das Trainingslager des FC Hansa Rostock wird präsentiert von Timescan. Timescan ist eine Marke der Soft Clean GmbH. Herzlich willkommen, liebe Hansa-Fans, zum Trainingslager-Abschlussgespräch zum Wintertrainingslager 2024 in Belek in der Türkei mit Trainer Mersat Selimbegovic. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Ja, wurde in der Menge gearbeitet in den vergangenen Tagen hier in der Türkei. Die Tage waren proppevoll. Die Jungs wurden nicht geschont. Wie ist denn so das erste grobe Fazit des Trainingslagers? Also sehr positiv, trotz dem negativen Ergebnis heute im letzten Testspiel. Aber da waren auch viele gute Sachen zu sehen. War auch zu erwarten, dass wir nicht gleich alles umsetzen können. Vom taktischen, aber auch körperlich. Das war schon sehr anstrengend seit dem Beginn. Die Jungs keinen freien Tag. Jeden Tag war irgendwas, mal mehr, mal weniger. Aber außer Chefi sind auch alle anderen gesund geblieben. Svante hat heute auch gespielt. Was auch positiv ist, dass wir mit 20 Gesunden angereist sind und mit 19 Gesunden jetzt zurückfliegen. Das ist für ein Trainingslager allerwichtigste und sehr gut. Es gab zwei Testspiele, du hast es schon angesprochen. Heute die bisschen unglückliche Niederlage kurz vor Schluss gegen den Linzer ASK aus der ersten Liga in Österreich. Der hat auch europäisch gespielt, der Verein, dieses Jahr. Also ist jetzt nicht eine Mannschaft, die man so im Vorbeigehen dann auch besiegt. Davor am Sonnabend den 3:1-Sieg gegen die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund. Inwieweit bist du mit den Ergebnissen und auch der Art und Weise, wie die Mannschaft in beiden Spielen aufgetreten ist, zufrieden? Es ist immer wichtig, dass man in Testspielen auch gute Ergebnisse hat, aber das muss nie oder darf nie komplett in Fokus rücken. Es ist wichtig, dass wir die bestimmten Dinge sehen, die wir sehen wollen, die wir trainiert haben. Man hat es heute auch gemerkt, dass wir wieder durchgemischt haben, dass wir jeden so eine faire Chance nochmal gegeben haben. 45 Minuten Vollgas, zwei Jungs haben ein bisschen länger gespielt, aufgrund, dass wir nur 19 hatten. Danach waren noch ein bisschen ein paar Läufe. Aber man sieht schon, dass die Jungs, so viele auch das Naturelle haben, vorwärts verteidigen, offensiver zu spielen, ja, mutiger anzulaufen, aber auch mit Ball. Wir haben auch heute viele richtig gute Aktionen gesehen, wo wir von Torwart bis zur vordersten Reihe flach gespielt haben, gegen Gegner, der auch gut eingespielt ist, richtig gute Jungs drin hat, die auch pressen wollten, aber wir haben immer wieder mal eine gute Lösung gehabt und das sind gute Ansätze. Wir haben aber viel zu tun. Ja, 9 Trainingseinheiten sind es insgesamt gewesen neben den beiden Testspielen, 7 davon draußen auf dem Platz, 2 im Kraftraum. Da wurde dann einmal dann auch nochmal kurzfristig geändert, aber ansonsten trotzdem konntet ihr alle Inhalte, die ihr euch vorgenommen habt für das Trainingslager, auch tatsächlich so umgesetzt werden oder musste noch ein bisschen was jetzt in die kommenden Tage geschoben werden? Ja, das muss man noch. Standard zum Beispiel, das war heute früher auf der Agenda, aber aufgrund von Regen hat sich nicht so gelohnt, da rauszugehen und heute Nachmittag nochmal mit dem Spiel. Aber das werden wir jetzt dann in kommender Woche nach dem nächsten Testspiel, die jetzt gleich auch Sonntag stattfindet. Eine kurze Woche zum ersten Punktspiel, aber das wird sich Zeit noch finden, dass wir da Standards, weil wir haben heute auch gesehen, wie wichtig ist das in beide Richtungen. Auch wenn es das erste Elfmeter auch sehr unglücklich ist, weil der Gegner läuft eigentlich aus dem 16er. Aber es sind auch Sachen, die lieber in einem Testspiel passieren, die können wir ansprechen. Da sehen die Jungs auch, dass man da vorsichtiger sein muss, dass uns so etwas nicht in einem Pflichtspiel passiert, dass wir das ganze Invest mehr oder weniger dann damit so irgendwie verlieren. Die Bedingungen insgesamt hier vor Ort waren doch super. Klar, Wetter ist immer schwierig. Ein paar Regentropfen weniger hätten es vielleicht sein können, ganz klar. Aber unterm Strich haben wir super Bedingungen hier vorgefunden, um auch in Ruhe arbeiten zu können. Insgesamt sehr zufrieden, wirklich auch Plätze und die Bedingungen hier im Hotel. Und dass ein bisschen regnet, ist auch normal, glaube ich, dass bei uns auch nicht weniger Regen oder Schnee so in Rostock auch ist. Von daher
es ist immer wichtig, so anzunehmen, wie es ist. Und ich glaube, dass sich keiner beklagen kann über irgendwas. Und das wird auch in Zukunft wichtig, dass wir Dinge annehmen, weil es gibt bestimmte Sachen, die du nicht beeinflussen kannst. Und da darf man unsere Energie nicht verschwenden, sondern nur konzentrieren auf das, was wir selber verändern können. Das sind einige Sachen noch. Was natürlich vom Thema her gut ist, dass wir hier deutliche Plusgrade hatten. Ja, also es schwankte immer so zwischen 12, in den ersten Tagen sogar bis an 20 Grad ran. Da macht es das Arbeiten, auch wenn es etwas härter ist, dann vielleicht doch ein Stückchen einfacher? Ja, ist natürlich. Sonne ist immer, wir wissen schon, dass da, wenn Sonne scheint, das Energielevel oder Pegel immer ein bisschen nach hoch geht. Du hast recht, am ersten Tag, am zweiten habe ich gedacht, Sonnencreme vergessen, Riesenfehler, aber hat sich hergestellt, dass es nicht so ein Riesenfehler war. Aber insgesamt echt, echt zufrieden. Und ich glaube, du warst auch nicht das erste Mal in Belak. Du kanntest zumindest so grob eigentlich alles, was man hier so vorfinden kann. Ne? Ja, und ich kann nur sagen, dass ich da ein paar Mal drei Tage nicht raus aus dem Hotel könnte, weil es hat so geregnet mit Wind zusammen, dass das nicht möglich war. Also von daher können wir uns über diese paar Tropfen nicht beschweren. Mhm. Wie wichtig war es jetzt für dich und auch deinen Co-Trainer, der Markus Palionis, dass ihr diese vergangenen Tage gemeinsam mit der Mannschaft hier in diesem Hotel verbracht habt und nicht vielleicht zwei Wochen erstmal in Rostock gearbeitet habt, wo man sich vielleicht in Anführungsstrichen nur zwei, drei Stunden in einer Trainingseinheit sieht, sondern dass man hier im Trainingslager so eng beieinander ist, fast 24 Stunden. Genau, enorm wichtig, aber nicht nur für uns zwei, sondern für alle anderen, dass die uns kennenlernen, dass wir uns anpassen, auch im Trainerteam, viele Abläufe mit der Mannschaft, sehr viel, also da haben wir sehr viel Video gemacht, das Nebentraining war fast jeden Tag eine Videositzung, wo sehr viel Input kam und übertrieben, aber es gibt keine andere Möglichkeit, wir müssen jetzt ein paar Sachen ansprechen, dass die möglichst schnell an die Jungs rankommen, dass alle wissen, über was wir reden, welche Themen gehen wir an. Und jetzt wird sich das so runterlegen, hoffe ich mal in den nächsten paar Tagen. Und dann werden wir ab nächster Woche, glaube ich, noch klarer wissen, wie und was zu tun in jeder Situation ist, mit und gegen Ball. Und ja, so bis jetzt macht das echt auch Spaß, weil die Jungs auch eine sehr gute Energie, sehr gute Präsenz auf dem Platz haben, haben Lust. Und das ist entscheidend, wenn wir es schaffen, eine richtig gute, positive Energie zusammen zu entwickeln und mit unseren Fans dann, in unseren Stadien vor allem, zusammen in positiven Bündeln, dann wird es gegen uns schwer. Ja. Kommen wir gleich nochmal zu, was mich noch interessiert ist, ihr seid ja nun als Duo gekommen, der Rest des Trainerstabes war vorhanden und auch des gesamten Stabes drumherum, Arzt, Physio und so weiter und so fort. Wie habt ihr euch denn so zusammengefunden? Auch da muss es ja in einer kurzen Zeit ganz gut funktionieren, da darf gar nicht so viel Reibung eigentlich entstehen. Ein bisschen Reibung ist immer gut, keine Frage, aber im Grunde muss die Chemie stimmen, ne? Ja, und da bin ich auch sehr, sehr angetan, wie Jungs auch schnell viele Dinge von uns angenommen haben. Aber ich habe auch, Palle natürlich auch, ein offenes Ohr für alles. So, das haben wir so gemacht, das hat gut geklappt. Da sind wir auch sehr, sehr offen, weil wir müssen jetzt irgendwann beenden, Duo und Trainerteam, der Rest, der hier war, sondern es muss ein Trainerteam sein. Und das ist auch gute Zeit hier in Belek, das zu werden. Wir haben auch ein paar schöne Momente miteinander, nicht nur arbeiten, sondern wir haben gemeinsam auch ein paar Sachen gemacht. Die sind auch wichtig für uns alle, dass wir uns möglichst besser kennenlernen, aufeinander anpassen und dass wir diese Energie, die die Mannschaft braucht, die muss aus dem Trainerbüro raus. Wie ist das so? Du bist ja bestimmt mit einigen Erwartungen auch nach Rostock gekommen. Ist es so in den ersten Tagen, wie du es dir vorgestellt hast, oder gab es Sachen, wo du auch vielleicht positiv überrascht warst, wie es läuft oder wie Dinge vielleicht auch ablaufen? Es gibt eher ein Positives, weil ich bin ein realistischer Mensch. Ich bin nie so euphorisiert oder sonstiges. Ich habe immer versucht, eine normale Erwartungshaltung zu haben, weil wenn es ein bisschen drunter ist, dann ist die Enttäuschung nicht groß. Wenn es drüber ist, umso besser. Und daher, also ein paar Dinge haben mich schon positiv überrascht. Es gibt ein paar Stellen, wo wir noch nachjustieren müssen. So nicht nur im Spiel, sondern Nebenplatz und und. Aber es ist alles Prozess. Das muss ich jetzt ein bisschen einspielen. Ist eine Menge auf euch eingeprasselt in der kurzen Zeit. Ihr hattet zwei Tage Zeit in Rostock, dann ging es schon ins Trainingslager. Viele Namen, viele Gesichter, viele Spitznamen. Kriegt man schon alles wirklich auf die Kette? Ich habe es geschafft, in diesen Tagen auch hier noch keinen Spieler mit anderen zu verwechseln und auf den Platz zu schreien. Also, Pluspunkt für dich. Das war eine brutale Aufgabe. Und so viele Gesichter dann, aber ich kenne die Jungs schon länger. Ich bin so lange in dieser Liga, 6 Jahre am Stück gewesen, 2 Jahre Co-Trainer, 4 Jahre Cheftrainer.
alle, die in dieser Liga mal gespielt haben oder in dritter Liga und so, die kenne ich schon und von daher fällt mir das auch nicht so schwer. Gibt es vielleicht ein, zwei Spieler, die du vorher in deiner Zeit in Regensburg vielleicht schon mal auf dem Zettel hattest, nicht bekommen hast, ohne Namen zu nennen, mit denen du jetzt zusammenarbeitest und sagst, ja, yes. Mehr als drei, würde ich sagen. Mehr als drei sogar? Mehr als drei, wirklich. Tatsächlich, ja? Ja. Ist das Anforderungsprofil von Regensburg und Rostock, was Spiele angeht, so ähnlich gewesen? Ja, aber es sind Jungs, das sieht man heute auch im Spiel, wenn wir Ball schnappen, wenn wir umschalten. Wir waren heute auch 4-5 Mal im 16er, wo wir 1-1 haben oder besseren letzten paar Spielen, dann schieben wir wieder rein. Und das ist genau dieses Umschaltspiel, die wir in Regensburg forciert haben, die ich auch so als Trainer so präferiere. Und da sind schon Jungs, die in diesen Profilen genau reinpassen. Und das freut mich auch nochmal bestätigt zu sehen, weil das ist schon ein gutes Zeichen, dass ich hier auch zu diesen Jungs passe. Mhm. 7 Tage Belek, sag mal, den Abreisetag kann man im Prinzip ja nicht mehr als Trainingstag mit einrechnen, aber es geht Schlag auf Schlag weiter. Er kommt an in Rostock und es wird weiter trainiert. Ja, wir müssen das auch dann nutzen, weil wir sind schon ein paar Stunden unterwegs und ich will einfach, dass die Jungs gleich in Bewegung kommen, dass man diese Müdigkeit oder diese Milchsäure so ein bisschen schneller rauskriegt aus dem Körper und dann können die 1,5 Tag für sich haben. Das heißt, am Freitag ist dann nochmal ein trainingsfreier Tag. Das heißt, freust du dich auch ein bisschen auf zu Hause oder Rostock oder wie wirst du das gestalten? Ja, ich werde das auch jetzt nutzen, weil es ist so letzter Fenster. Ich muss noch ein paar Dinge erledigen. Also das kriege ich dann am Arbeitstag, Freitag noch bis Mittag in Bayern, so die Dinge, die nicht warten können. Und dann um Samstag um 11 Uhr ist wieder Training. Das heißt, du freust dich auch ein bisschen, deine Familie wiederzusehen? Natürlich. Also du bringst mich jetzt in alles andere wäre fatal. Na, selbstverständlich. Nein, das war natürlich auch nur mit Augenzwinkern gefragt. Das ist ja ganz klar. Wobei, das ist auch der Vorteil, dass man dann im Winter und im Sommer hin und wieder mal ins Trainingslager fahren kann, dass man sich dann auch wieder freuen kann. Ne? Klar. Keine Frage. Du hast es schon angesprochen vorhin, es geht dann in den Feinschliff sozusagen. Beginnend mit dem Spiel gegen Lübeck, ist das schon zum Beispiel, wenn man sich dann da die Anfangsformation anguckt, das, was im weitesten Sinne in euren Köpfen rumschwirrt für das Spiel gegen Nürnberg? Also ich hoffe, dass jetzt wirklich, es ist noch nichts gemeldet, dass jemand etwas hat. Ich hoffe, dass die Jungs auch gesund da am Samstag zum Training erscheinen. Und dann werden wir nochmal sehen, wir werden als Trainerteam das Spiel nochmal analysieren und vorbereiten, Jungs am Samstag zeigen. Und das geht schon in diese Richtung, aber ich bin einer, der sagt, also keiner darf sich zu sicher fühlen, weil wenn einer auch reinkommt oder weniger spielt im letzten Testspiel, wenn er das gut macht, er hat alle Chancen am nächsten Pflichtspiel zu beginnen. Du hast gesagt, so Standards ist noch das, worauf er jetzt noch ein bisschen mehr Fokus legt. Ist das so schon diese Feinschliffarbeit, die ihr euch dann für die letzten Tage noch vorgenommen habt? Es gibt noch wirklich viel, aber wir werden nicht alles nochmal schaffen und. Also wir werden da nach Bedarf, so was ist jetzt Allerwichtigste für den ersten Gegner, am 20. Aber Standards sind immer wichtig, von daher immer nie falsch liegen, wenn man einmal Standards mehr macht als weniger. Vor allem in dieser Liga, das ist brutal wichtig und da müssen wir auch langsam die Stärke entwickeln, dass wir gut verteidigen und dass wir auch vorne ein bisschen mehr Gefahr entwickeln, weil das ist oft ein Dosenöffner oder spielentscheidende Situation, weil jedes Mal, wenn ein Freistoß gepfiffen wird und eine Ecke, das ist eine Möglichkeit, mit einem Pass rein und nächsten Kontakt Tor zu machen. Und dafür musst du manchmal 30 Minuten spielen. Und das muss jedem bewusst sein, wenn es gepfiffen wird, wenn wir Ecke haben, die von hinten, die nach vorne laufen, nur mit einem Gedanke, jetzt ist Möglichkeit, einen reinzudrücken. Und so müssen wir an die Sache reingehen. Zumal man sich ein bisschen mehr Zeit lassen kann beim Zurücklaufen, wenn es wirklich klappt mit dem Tor, ne? Genau, so ist es. Kannst du eine gute Restverteidigung und Konter zu 100% unterbunden sofort. Das ist wohl wahr. wenn man sich dann so eine Winterpause anguckt, dann gibt es natürlich auch immer ein großes Thema, was dann nebenbei immer durchschwingt. Und das ist, ja, was passiert denn noch im Kader? 3 Wochen sind noch Zeit. Passiert da noch was im Kader? Das lasse ich ganz, ganz, ganz bewusst auch offen. Wie ich habe gesagt, wir haben Augen und Ohren offen. Es ist nicht so einfach im Winter. Es muss zu 100% passen zu uns. Und wenn sowas kommt und es möglich für uns ist, da werden wir wahrscheinlich auch was machen. Wenn nicht, dann auch nicht. Du hast ja bewusst auf 3 sehr junge Spieler jetzt verzichtet im Trainingslager, auch mit der Begründung, dass es für sie
deutlich mehr Vorteile bringt, wenn sie bei der U23 mittrainieren und auch bei Testspielen mitwirken, als im Trainingslager in Anführungsstrichen die zweite Reihe zu spielen. Vielleicht gar nicht in den Testspielen dazu zu kommen, aber wenn ihr dann wieder ins Training einsteigt, dann sind die Jungs dann auch wieder mit dabei. Ja? Natürlich, wir haben uns mit Jungs zusammengesetzt. Das war keine einfache Entscheidung, aber es ist wichtig, dass die auch nicht einfach 7 Tage mit uns verbringen und so in Zahl da sind, aber in Testspielen müssen wir den Jungs, die jetzt auch aus der Verletzung kommen, das waren einige waren krank und so, dass wir als Trainerteam Eindrücke haben, aber dass die Jungs auch mehr Möglichkeiten haben, das umzusetzen, haben wir uns dafür entschieden, weil die trainieren dann bei zweiter Mannschaft, haben auch Testspiele dort, das ist viel mehr wert, als ein paar Minuten gegen Las Linz oder Dortmund 2 zu spielen. Das war unser Ansatz und das ist auch Ausnahme, weil es so kurz ist und ich bin neu dazugekommen, brauchen so ein Gerüst schnell. Aber sonst bin ich immer dafür, dass auch ein paar junge Spieler in meinem Trainingslager dabei sind, dass die auch ein paar Minuten mitkriegen und spielen und dass die sehen, was wir umsetzen wollen, wie wir arbeiten. Aber das werden wir jetzt in Rostock gleich so machen. Zumal das Niveau ja in der Regionalliga jetzt auch nicht das Allerschlechteste ist, gerade für junge Spieler, da dann auch Erfahrungen zu sammeln. Nochmal kurz zum Thema Kader. Sicherlich alles guckt, was ist in Sachen Neuzugänge vielleicht noch möglich. Gibt es auch noch Bewegung in die andere Richtung? Sprich, muss vielleicht auch erst ein bisschen Platz im Kader geschaffen werden, um das, was du ja gerade gesagt hast, auch zu unterstreichen, einen Kader zu haben, mit dem man wirklich plant, mit dem man spielt, wo jeder seine Rolle kennt. Aber dann, wenn was von extern dazukommt, muss auch in Anführungsstrichen Platz gemacht werden? Genau so ist es. Es muss immer von beiden Seiten betrachtet werden. Also von Kadergröße sind wir ziemlich voll und einen großen Kader. Wir müssen dann auch schauen. Wir haben auch mit ein paar Jungs schon sehr offen und deutlich gesprochen, vom Profil her, wie, was und so, dass die dann auch schon wissen, wie ich ticke, was ich denke, wie will ich spielen, wie viel passt ein Spieler in dieses System oder fehlt etwas, wo man sagt, es wird schwer zu integrieren. Da sind wir einfach natürlich auch im Austausch und das sind Prozesse, die jeden Tag findet etwas statt, aber ich bin kein Freund von irgendwas Konkretes zu sprechen, wenn es wirklich noch keine Ergebnisse sichtbar sind. Zumal ja, wie gesagt, auch noch 3 Wochen Zeit sind, da kann viel in beide Richtungen ja dann noch passieren. Vielleicht kommt ja auch ein Spieler auf dich zu und sagt, er möchte noch mal die Chance woanders nutzen. Auch das sind ja noch Perspektiven, die man dabei betrachten muss. Ne? Das kann auf jeden Fall auch kommen. Aber das wäre dir nicht so lieb. Wenn Leute, mit denen du planst, vielleicht noch eine andere Idee haben. Das wäre nicht so gut. Aber. Ja, in der Tat. Letzte Frage. Freust du dich dann mehr auf den Start in Nürnberg oder tatsächlich auf dein erstes Spiel im Ostseestadion als Cheftrainer des FC Hansa? Ich freue mich auf jedes Spiel und wenn ich das wählen könnte, würde ich das umgekehrt machen. Ich kann es beeinflussen, deswegen nehme ich das jetzt Nürnberg und freue mich, dass wir in Nürnberg auch unsere Fans dabei haben, dass wir ein positives Ergebnis mitnehmen. Etwas Selberes mitnehmen und dann in Rostock 7 Tage danach Vollgas geben. Alle. Also mit dem Nürnberg-Schwung sozusagen genau. Gegen Elversberg dann so ist zu Hause. Ist schon, wir hatten mit Palle drüber gesprochen, für ihn was Besonderes im Ostseestadion dann auf der jetzt richtigen Seite zu sitzen, für dich auch? Ja. Ja. Das ist schon, es kitzelt und das war auch so bei ersten Gesprächen so ein ganz großer Aspekt für mich, weil ich bin sehr emotionaler Typ. Man hat auch gesehen, dass wir auch emotionalen Fußball jetzt probieren und forcieren. Man sieht das auch im Testspiel, wenn es mal kracht, dass das auch die Leute mitnimmt. Und deswegen freue ich mich. Wir freuen uns auch. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit, Mersat. Und alles Gute für die restlichen Tage in der Vorbereitung auf das erste Spiel in Nürnberg. Dafür viel Erfolg. Sehr gerne. Vielen Dank allen Fans. Gute Heimreise. Und wir freuen uns auf die in Nürnberg. Alles klar. Vielen herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und wir drücken die Daumen, dass es alles klappt und gut geht für die Rückrunde, für die Mission Platz 15 oder besser mit dem FC Hansa Rostock und Mersat Zeljbegovic. Vielen herzlichen Dank.